Boah, ja, einer ist reingefallen, einer von denen ist wieder reingefallen. Okay. Das ist richtig gut. Ja. Pass auf, der hing da auch richtig lange drin. Also wenn du jetzt auf den gehst, vielleicht sein Kollege ist gerade weg. Obwohl, jetzt kommt er. Ich darf ja nicht ghosten, aber er kommt. Ich hab ihn. Renn, renn, renn. Hey, willkommen. Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft PvP. Heute Start der Reihe Berkeley Rises, denn Varo beginnt ja bald und mit dabei ist Delay, den wir trainieren. Hallo. Hallo. Und das Ganze machen wir jetzt einmal täglich in unterschiedlichsten, oh, alter Schwede, Disziplin. Das hast du jetzt schon wieder gefunden. Ja, eine ganz gute Rüstung. Okay. Heißt natürlich PvP, allerdings auch ein paar taktische Elemente werden wir üben. Wie genau, das wird noch nicht verraten, das seht ihr dann in den nächsten Tagen. Ist hier irgendwo einer? Ich würde hier ganz gerne an diese Truhe, vermutlich von hier unten. Zack, und jetzt werde ich gleich runtergestoßen. So, ich habe ein Schwert für dich, wenn du eins brauchst. Ich habe schon, da sehe ich dich doch. Ja, hi, ich habe schon dein Schwert. Dann komme ich mal zu dir. Macht vielleicht Sinn. Komm rüber. Ja, ich weiß nicht, hier ist gerade irgendwer runtergefallen, glaube ich, vor mir. Okay. Bin ich ein bisschen verwirrt. Aber sonst sollte das hier noch nicht gelootet sein. Also du hast soweit alles? Ja. Komm, ich habe ein Hüschen habe ich noch bisschen. Für dich. Oh, das ist aber nett. Bitte. Da hinten, gut. Da hinten ist ein 5000er Team. Ich habe auch hier ein, Der wieder mit seinem... Oh, das war natürlich ganz gut gemacht von ihm jetzt. Wenn das so bei Varo läuft, ey. Ja, ja. Ach, der wird mir sogar... Der wird mir trotzdem als Kill angerechnet. Das mag ich. Finde ich nett. So, oben hin? Okay, ich habe auch Pfeil und Bogen. Das heißt, wir können so ein bisschen auf... Die kommen, laufen jetzt zum Beispiel rüber. Ich versuche die mal da runter zu schubsen oder so. Do that. Ich versuche auf die anderen Seite durch die Röhre quasi. Na, ich treffe ihn ganz gut eigentlich. Bleib mal so, bleib mal so. Er hat mich gesehen. Okay, er hat nicht so was. Komm rüber. Hilfe! Oh, wo bist du? Hier, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin bei denen. Bist du da hingekommen? Ja, durch die Röhre hier. Ah, oh, Mary. Hast du was zu essen? Brot habe ich ein bisschen. Okay, ne? Dann gib mal, wirf mal was dahin. Denn ich renne jetzt. Ich werde gerade beschossen auch, Alter. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, ich bringe den Typ. Du bist auf der anderen Seite. Oh, du bist auf der anderen Seite. Ich bin gerade wieder zurückgekommen. Geil, oh. Perfekt. Die sind jetzt hinter dir, ne? Aber hier ist auch einer, Alter, mit dir Rüstung und so. Aber der hat, ich habe eine bessere Waffe. Okay. Komm, töte den für mich. Boah, der hat einen Bogen jetzt. Oh, jetzt kann er natürlich gut machen. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich brauche jetzt dringend was zu essen. Ich brauche jetzt dringend was zu essen. Ja, komm her. Ich hab Ruhe für dich. Okay, komm hier, schnell. Die kommen noch da hinten gerade. Ja, kein Stress. Ich muss noch einmal getroffen werden, bin ich weg. Nimm es. Ich habe auch noch was zu essen, sehe ich gerade. Hinter dir. Aha, aha. Ja, tut mir leid. Das hat er sich die fetten Panzer da. Okay. Hast du ein Eisenschwert oder ein Steinschwert? Ich hab ein Steinschwert. Oh, Alter, oh Gott, der trifft mich. Der eine kommt jetzt. Pass auf. Ich muss aufpassen. Weil ich wirklich sonst echt tot bin. Ich müsste dringend regenerieren. Versuch's mal auf den einen zu gehen, weil der ist gerade alleine, glaube ich. Okay. War da hinten nicht gerade noch irgendwo einer? Hab ihn runtergeschubst, hab ihn runtergeschubst. Sauber. Und da oben ist aber noch ein anderer, der ist oben drauf. Ja. Hat der auch einen Bogen? Nee, warte mal. Aber wenn der gleich zu mir kommt, dann bin ich richtig alleine. Ja, warte, ich hab ihn schon gut getroffen, aber. Er ist hier. Okay, ich komm. Ich glaube, er kriegt mich nicht. Ich hab ihn. Alles gut. Perfekt, gib mir seine fette Rüstung, Alter. Ja. Aber hier. Sofort. Hier. Und was kriegt. Schuhe hab ich noch, aber sonst alles Gold nur. Hast du noch Pfeile für mich oder so? Der eine hat überlebt, der ist da unten gelandet. Echt? Siehst du den? Ja. Komm her, hier. Kriegst die Hälfte der Pfeile. Liegen hinter dir. Dankeschön. Das ist wirklich ist der überlebt hat, glaube ich. Ist der? Ist er wieder? Der ist auf der anderen Seite. Ne, der läuft jetzt auf der anderen Seite lang. Siehst du ihn? Okay, ja. Ist das nur noch der? Weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Kann er sich unsichtbar machen? Oder ist das für ein Wizard hier? Da hinten ist er, okay. Er ist einfach einen dunklen Skin. Der spielt da ein bisschen. Er ist ein bisschen Varo-Style. Oh, da ist er. Varo-Style, immer geil. Das ist auch unser Motto. Hä? Ach, der wollte das Deathman. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Okay. Ich auch nicht. Okay, wo bist du? Machen wir jetzt hier auch Team, ne? Darf man eigentlich. Ja, klar. Doch, natürlich darfst du das. Okay. Ja. Nee, meine ich auch. Darf man. Ja. Da hinten läuft er. Er läuft direkt in dich rein. Okay, dann hol ihn dir. Ja, ich bin zu doof, um ihn zu... Oh, und dann booste ich ihn ein bisschen mit Pfeil und Bogen. Schnapp ihn dir, Cowboy. Okay, oben wird ordentlich geschnetzelt. Geschnetzelt. So, der zieht... Warum ziehst du dich denn aus? Oh Gott! Hab ihn. Okay, der hat echt nichts mehr... Der hat echt nichts mehr gehabt hier. Da bleiben die Spieler. Sind nur wir? Ja, warte ganz ruhig. Wir rüsten uns jetzt mal aus, okay? Oder wollen wir direkt? Okay, komm, direkt. Ja, was denn jetzt? Ja, weiß ich nicht, wie du willst. Wir hätten hier noch... Auf dich wurde gerade noch geschossen, oder nicht? Ist doch noch einer drin, Kollege. Wir sind noch zwei Spieler statt doch und wir sind die letzten beiden. Oder nicht? Ja, aber wenn ich Tab drücke, sind noch drei Namen zu lesen. Ne, bei mir sind nur noch zwei. Komm jetzt her. Ja, ist ja gut. Mal um halblang, ey. Jetzt ist schon ein aggressiver Unterton hier. Vor allem, wie viele Pfeile ich einfach habe. Das schon. Ja, ich nämlich nicht. Okay, ist natürlich. Dann labe ich mich jetzt hier an seinem Zeug.
Komm her. Der hat keine Pfeile. Aua. Okay. Aua, ja. Okay. Unfair, okay. Unfair. Unfair from the future. Ja, komm, töte mich doch. Ja, komm, mach einen Pfeil bitte und dann... Ja, komm, mach mal Ding fest jetzt. Ich bin hier gar nicht. Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Ach man, das ist super unfair jetzt. Aber ich treffe dich jetzt auch gerade nicht mehr. Jetzt treffe ich dich auch gerade nicht mehr. Ja, komm, ist gut jetzt, ne? Hast du langsam? Hallo. Hallo. Nein! Ich darf dich nicht von dir töten, Alter. Ich bin gerade tot. Ender Creeper, Lieblings-YouTuber. Schau mal vorbei. Vielleicht ist er wirklich ein guter YouTuber. Das war die erste Runde. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wieder. So, wir sind in der zweiten Runde und mal gucken, ob wir genauso erfolgreich hier ein bisschen Spaß haben können. Richtig. In der ersten. Ich kann. Oh, geil, eine Hose. Ich Kisten irgendwie, okay. Ja, natürlich extrem fett gelaufen für Birgi. Okay, ein Schwert haben wir schon mal. Das heißt für mich natürlich sofort draufgehen. Ich wiederhole. Ja. Draufgehen. Ich habe zwei Eisen. Oh, da ist einer mit einem Eisenschwert. Der wird mich killen. Okay. Boah, ich habe es so weggekommen, habe ich jetzt. Hast du ihn gekriegt? Ja. Also hast du eine Waffe gehabt? Ja, ich habe ein Holzschwert. Okay, bist du das? Nee, bist du. Oh Gott, ich bin mit der Massenschlägerei mit 50.000 Leuten. Ich bin ducke mich hier irgendwo. Ich sehe da hinten richtig viele Namen und so. Okay. Die verfolgen mich. Wehe, komplett zu mir rüber. Mich verfolgen 37 Leute. Ich renne hier einfach in das gegnerische Team. So, zack. Zack. Dann ich Alter, ich habe ein halbes Herz. Halbes Herz. Wo bist du denn? Okay. Ja, komm. Bist du das da hinten? Nein, ich bin hinten so ein Name. Ja. Das bist du auch nicht. Wo bist du denn? Weiß nicht. Du weißt schon, dass die Teams erlaubt sind, ne? Ja. Ich könnte dich jetzt gut gebrauchen. Ja, ich werde auch gleich getötet. Ein Herz noch. Bin tot. Okay, geilo. Geilo. Ich mach das jetzt noch hier. Okay. Oh, der hat... Wieso macht denn der hier... Digga, kämpft doch. Vor allem, wie er hier erst einen auf Frieden gemacht hat. Und dann aber volle Kanne versucht hat, reinzuschlagen. Ah, schon frech gerade von ihm. Ja. Ich will natürlich jetzt auch keine Runde... Ich müsste einfach mal sneaken. Jetzt hoffe ich, dass er hier zu dem gleich geht. So, zack. Zack. Zack, und jetzt wird hier fleißig gesneakt. Weil das gehört natürlich auch dazu. Die eigenen. Gar nicht, wo du bist gerade. Sneaking-Tactics. Einmal kratzen, das kann man mal ruhig mal machen zwischendurch. Ja. Und die hauen sich hier aber auch gerade die Fresse ein. Oh, guck mal. Oh, kurz gucken. Alles leer, geilo. Ich rack natürlich auch nicht, sehe ich gerade. Weil ich kein Essen mehr habe, vollständig. Ich hoffe, hier oben ist was drin. Ja, ist aber auch. Yes, Baby! Da habe ich echt Glück gehabt gerade. Viele sagen bei solchen Runden immer, oh nee, die würde ich jetzt schon abbrechen, weil am Anfang nicht so viel Action war. Aber ich finde gerade die Runden, wo man als Underdog am Anfang echt viele Probleme hat, sich dann aber gegen Ende nochmal hochkämpft, finde ich mal am spannendsten. Weißt du, wessen Namen du gerade genickt bist? Was ist denn los hier? Achso, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Wie heißt du hier, weißt du das? Ich heiße Referuck. Referuck. Ach da. Referuck. Hallo, Referuck. Was ich übrigens, da habe ich mich voll mit Max drüber unterhalten, sehr, sehr schön finde, ist zum Beispiel die Tatsache, dass mein Spannungslevel, im Gegensatz zu zum Beispiel meinen Endergames-Folgen damals, super gesunken ist. Also ich bin bei weitem nicht mehr so angespannt, wie ich es denn früher immer war. Spannungslevel, okay. Mein Spannungslevel 8000. So. Aber jetzt ist es mir hier auch langsam ein bisschen zu ruhig, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Oh, hier sind auf jeden Fall ein paar Sachen. Das ist geil. Geilo. Elektro-Titel. Genau das. So, okay. Deathmatch, 30 Sekunden. Du bist richtig gut equipped, glaube ich. Ich bin wahnsinnig gut equipped, ja. Im Prinzip. Also, es geht ja zumindest, aber ich weiß nicht. Ich brauche nicht mehr. Okay, achso. Ich brauche nicht mehr. Ist eine Ansage. Oh Gott, ich hab einen Fallschaden gehört. Oder wird. Ich habe das Gefühl, manchmal wird mein Fallschaden irgendwie gedoppelt. Das ist richtig komisch. So der Doppler-Fall quasi. Ja. Da unten ist doch irgendwo einer. Wie ist denn der da runtergekommen? Das muss man mal erklären. So, der natürlich da hinten. Das finde ich natürlich sehr geil. Direkt einen guten alten Dia-Panzer. Die können sich mal jetzt hier schön gegenseitig battlen. Sollen sie mal machen. Ich hole mir den da hinten. Hier bin ich auch früher richtig oft in die Lava reingefallen. Ja, komm, mach mal. Dafür ist sie da. Ah, ihr seid ein Team. Okay, alles klar, ich bin weg. Ihr seid doch, also wird ein bisschen knapp, ne? Okay. Oh, halbes Herz noch, alles gut. Merkst mal, wie das ist. Okay, einfach nur den Fallen aus. Und so gejagt wird, ja. Einfach nur. Oh, Alter Schwede, das war echt.
kurz knapp jetzt. Da konnten wir ihn gerade nochmal... Oh, gerade nochmal so ausweichen. Vorsicht. Okay, er lässt ab von mir. Vor ihm müsste ich jetzt einfach nochmal ein bisschen wegrennen. Der Johnny Crafter. Der alte Johnny Crafter. Aber es ist auf jeden Fall... Guck mal, man muss auch mal lernen, weißt du, einfach nur wegrennen zu können. Ja, genau. Eben. Das ist immer nicht verkehrt. So. Und jetzt da halt das Team auseinandernehmen eben. Ja, das ist natürlich jetzt, das ist jetzt für das Leichteste, sag ich mal. Die einfach nur die einer ist in die Lava gerannt zumindest. Okay. Musst du so lange wegrennen, bis die müde werden und Fehler machen, weißt du? Ja. Einer ist reingefallen, einer von denen ist wieder reingefallen. Okay. Das ist richtig gut. Ja. Pass auf, der hing da auch richtig lange drin. Also wenn du jetzt auf den gehst, vielleicht sein Kollege ist gerade weg. Obwohl, jetzt kommt er. Habe ich da nicht ghosten, aber er kommt. Ich hab ihn. Renn. Ja, alles gut. Alles gut. Du bist ein Genie. Okay, jetzt hat er jetzt entwickelt das Skills. Schade. Aber dafür war es echt, hast du dich echt schlecht angestellt. Ja, das ist ja wie gesagt noch der Anfang der Reihe und man muss natürlich dann auch noch Luft nach oben haben. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht, deswegen gibt es ein GG und ich habe es gelernt, ein WP für Well Played, denn das war wirklich fantastisch von meinen Mitspielern. Vielen Dank. Besonders von Delay in der zweiten Runde, da hast du ganz deutlich gezeigt, warum du mein Teampartner bist. Alter, dieser eine Moment, wo ich den Eisenschwertypen besiegt habe, das hättest du sehen müssen. Ja, haben wir leider nicht. Ja, nee, deswegen never happened. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne Bewertung da und schaut auf jeden Fall auch bei dem Delay vorbei, denn da gibt es jetzt täglich zur selben Uhrzeit, also genau in diesem Moment, auch eine schöne Folge von Berkeley Rises. Und wenn ihr Spielmodi habt, die ihr uns empfehlen wollt, wo es vielleicht Sinn macht zu trainieren, dann natürlich auch gerne damit in die Kommentare. Leute, macht's gut, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.